Vogel. Wir sind ja einfach zu viel Hasen. Ja? Es ist nicht weiblich, sondern was wir ganz vergessen haben, die eigentliche Arbeit machen ja die Hühner. Ja? Und der Hase ist, ich habe das im Internet nachgesehen, der Hase ist natürlich eine Erfindung der evangelischen Kirche, der Protestanten. Ja. Ja. Die Mannheim-Schatanski, das war die Katholik, mit der Auferstehung, die ganze Welt wurde innerhalb zu fördern wurde, da haben jetzt diese Finger mal den Hasen. Übrigens, in anderen Ländern war das früher zum Teil mal der Kuckuck, der Storch und auch der Fuchs. Ne? Aber die Evangelisten, die haben gesagt, nachdem der Luther ja seine 85 Prothesen in der Wand gestanden hatte, haben gesagt, diese Finger mal die große Hase, wie sollen wir denn den Kindern echt erklären, dass die Hühner, die können die Eier auch gar nicht färben und auch nicht verstecken. Ne? Weil Hähne haben ja keine Hände, deswegen haben Hühner ja auch keine Brüste. Und das ist. Und dann haben wir den Osterhasen erfunden und mein alter Freund und Kollege, Gott haben sie lieb, ist leider nicht unter uns, Charlie Niedig, wer hat noch gegangen? Vom Einwandtrio, ja? Er hat über die Oma hier gespielt, im Kolosseum, also der Bass, die Bassgeige. Er ist ja unter Musiker und der Oma. Und nachdem wir so immer so wie die zweite oder dritte Flasche Remy Martin, also Remy Martin, dunsen wir uns eine Remy Martin. Nachdem wir die Lehren griff, Charlie zu seiner Klampfe und sang dann ein altes Grauer Volkslied, weil die Kirche Benz dort schon um Buttermat die Summe hat. Das ging folgendermaßen. Der Bitter hätte Hühner alle vor dir backen, dabei hat er die ganze Eng voll Hühner gack. Die Hühner hatten jeder Ei, ja, das kam noch von der Fötsches Föderei. Die Hühner hatten jeder Ei, ja, das kam noch von der Fötsches Föderei. Ja, das war 1734 in Köln, ja, um Buttermat. Und ein Jahr später, 1735, da war in Köln GEMA-Tagung. Das hatte auch ein gewisser Herr aus Leipzig, wie war das nochmal? Doch, ne? Richtig. Aus Leipzig mitbekommen, Johann Sebastian Bach. Der wollte nach Köln kommen zur GEMA-Tagung. Hatte aber jetzt Krach mit seiner Frau, weil er wollte nicht mit. Er hatte nämlich zwei Tage vorher Freiheit. Du, Johann Sebastian, was hast du dieses Jahr zu Ostern noch machen? Da hatte ich jetzt noch am besten den Koffer. Gut, da hatten wir jetzt schon Streit, dann ist der Johann Sebastian Bach allein nach Köln gefahren, dann haben es ein bisschen länger gedauert mit der Postkutsche. Und wie er dann über den Buttermarkt ging, dann hörte die Kölsche Band das Lied singen, da war unverblieben still, das hört man bei uns hören, mein Bruder und ich war beim Thomasmarkt und bei unserer Kirche. Und just zwei Jahre später erklang dann von der Zitadelle der Thomaner Kirche in Leipzig vor das Lied. Sebastian Bach, interpretiert hervorragend von Peter Schanfeld. Also, ich mache meinen Namen in Moskau im Staatsgefängnis. Ja, und da sind wir nämlich beim Stichwort, da sind wir in Russland, Napoleon kam ja ein wenig später nach Köln und zog dann weiter nach Russland, er war der ganz große, war die Firma 4711 gegründet und zog dann weiter nach Russland. Könnt ihr ein bisschen Russisch hier vorne? Ja gut, das ist okay. Nastarovien, nein. Zum Beispiel, was heißt auf Russisch? Alice im Wunderland, auf Russisch Olga im Aldi. Ja, und wenn ich Ihnen das jetzt dieses Lied auf Russisch vorsinge, dann müssen Sie so ein bisschen mitmachen. Also zum Beispiel, ich singe. Yeah.
Russland und einige Jahrzehnte oder vielleicht zwei Jahrhunderte später, nee, 150 Jahre, da erwachen die Deutschen, ich habe es im Kopf, nochmal wieder, die deutsche Schlagerindustrie, so Anfang der 50 Jahre, hat die das gehört, ach, wenn das in Köln so gut ankommt, den Hühner mit dem Eiern am Maus ein bisschen was drin, da tötete, damals lief ja gerade der Film Das Hausboot, da gab es so ein schönes Lied. Sie stand im Hausboot unten am Weiher, er stand im Wasser und wusch sich die Füße. Ist da nicht so toll angekommen, aber einer reagierte sofort. Einer reagierte, sind auch sehr albern hier vorne. Einer reagierte sofort, Frank Faria. Ja? Kennen Sie den? Er hat zum Beispiel ein internationaler, also deutscher, internationaler Produzent, Musikproduzent, hat zum Beispiel Bonnie M. und Milli Vanilli produziert. Und Frank Faria hatte ganz am Anfang, so in den 70er Jahren, wie er anfing, hat er selber gesungen. Er war gelernter Koch und wurde dann Schlagersänger, also praktisch eine Karriere gemacht, von der Schlagplatte zur Schallplatte. Und Frank Faria hat ja damals, gleichaltrigen mit mir, so werden Sie sich erinnern, so Anfang der 70er Jahre, diesen furchtbaren Schmachtschinken rausgebracht, Rocky. Ja. Rocky, ich habe noch nie ein Kind bekommen. Ja. Und lachte der Frank Faria, Mensch, wenn das schon so gut läuft, dann mache ich doch da mal auch ein Lied über ein ganz kleines Hühnchen, was noch nie gestorben war und überhaupt noch nie ein Ei gelegt hat. Und schon war dieses Lied einige Monate später fertig. Ich war noch nie im Hühnerstall, war ziemlich klein. Die anderen Hühner waren ab, die hatten viel größere Beine. Der Peter, der kam jeden Tag und hat mich an der Pfote gepackt. Und hat sich dann mit mir beschwert über die ganze Hühnerkacke. Und sag ich, Peter, ich hab noch nie eingelacht. Ich möchte die Nordstadt bringen. Mit Wünschen, dann ist viel zu klein. Steff Weber mit der anderen Hühner singen. Ich sag doch, Peter, ich hab noch nie eingelacht. Ich steh zu Jens in Lehe. Wenn du mich so schön an das Wünschen packst, dann werd ich das uns bewegen. Als Liedermacher Nummer 1 in Deutschland nicht nachstehen. Und soll ich Ihnen sagen, ein halbes Jahr später hatte auch Reinhard May sein Überlied. Hühnerstall 2005. Leise gackern schon die Herren. Der Lobby drücken ob schon. All das die Hennen schon kennen. Greift schon mal mit einer Hand. Alles im Peter sind Macken, doch da der Hänsel, was ich fing, es reicht die schöne Kacke. Oma, den Fötchen, muss er eigentlich nicht zwangsläufig sein. Wenn der Pech ist und zu lang da dran führt, ist auch schon hier drin drin. Und was sonst nur gerade und wie es für uns ist, ist dann Hühnerdress. Und was sonst nur da und wie es für uns ist, ist dann Hühnerdress. Dankeschön, Peter Baschel.